Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ja, wir gucken mal, was heute so anliegt. Es ist Mittwoch. Ich muss heute in die Stadt, arbeite nicht zu hart und ist gut zum Mittag. Alles klar, machen wir. Wir wollen auf jeden Fall hier den Boden und die Wand nochmal ändern. Dazu müssen wir zu Pierre's. Da kriegen wir nämlich einen Katalog. Da können wir uns allerhand solche Sachen kaufen. Hallo, entschuldige bitte. Ich bin nicht gut darin, Briefe zu schreiben. Ich habe einen Metallbarren zu viel gemacht und dachte, du könntest ihn gebrauchen. Clint, der Schmied. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir wieder 26 statt 25. Jetzt haben wir einen zu viel. Mal sehen, dann verschenken wir den vielleicht einfach mal an den Zwerg. Nächste Woche. Ich glaube, wir haben ihm schon zwei Geschenke gemacht. Deswegen wird das nichts. So, die ganzen Auberginen sind auch wieder fertig. Wir nehmen unser Pferd schon mal direkt mit. Das bringt uns wieder einiges an Gold ein. 141.000 haben wir schon. Ach so, wir brauchen übrigens 500.000 Gold, um Pam ein Haus zu bauen. Die wohnt ja in einem Wohnwagen. Ja, da können wir natürlich versuchen, ihr da eine Freude zu machen und ein anständiges Zuhause zu zimmern. Robin hatte sich da angeboten. So, wie sieht's hier aus? Wow, Wein ist fertig. Ja, dann nehmen wir direkt mal hier die Sternfrüchte wieder mit. Ja, wir werden nicht mit den Sternfrüchten auskommen, mit den ganz normalen. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht im Sommer mehr Sternfrüchte anbauen, draußen auch. Ja, schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher. So, da fehlt noch ein Fass. Dann können die hier erstmal wieder rein, sehr gut. Ansonsten ist da nicht viel los im Gewächshaus. Da haben wir noch einen Wildhonig, den holen wir uns gleich. Sehr schön. Kam gerade noch eine Kuh raus. Die nämlich auch abgebacken hier. Gerda hat schon 5 Sterne. So, dann geht es als nächstes hier rein. Haben wir wieder ein bisschen Stoff hergestellt. Das packen wir damit rein. So, und dann werden wir hier mit den ganzen Eiern natürlich auch die Verarbeitung starten. So, machen wir hier nochmal zweimal Schattmayonnaise rein und so. Dann läuft das auch wieder. So, wir können mal hier unten gucken, was im Schleimstall los ist. Dort ist immer noch das Ei in dem Brutkasten. Der Schleim ist noch nicht geschlüpft. Und wir müssen natürlich da mal gucken, dass wir in den nächsten Malen, wenn wir in der Mine sind, ein paar Schleime töten, in der Hoffnung, dass wir da mal ein Schleimei rausbekommen. So, großes Ei, Mayonnaise, Käse, Milch, Wildhonig, Puh, Trüffel.
Aubergine auf jeden Fall. Können weg. Ja, was machen wir mit dem ganzen Wein? Wir kältern da unten ja schon einiges. Komm, packen wir hier mal Weintrauben rein. Das bringt ja ein bisschen eher was als die Brombeeren. Tja. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein paar Fässer. Was haben die denn nochmal gekostet? Hartholz. Ja, und eigentlich brauchen wir das normale Holz auch. Wir brauchen 900 für die Herstellung des Hauses für Pam. Wisst ihr, was wir machen? Ne, wir bewahren den Wein erstmal auf. Beim nächsten Mal, wenn wir im Haus sind, legen wir den unten in die Kiste. Ich habe jetzt überlegt, ob wir den verkaufen. Aber wenn der Wein jetzt unten im Keller am nächsten Tag schon fertig ist, dann haben wir ja keinen, den wir da reinpacken können. Deswegen werden wir uns erstmal einen kleinen Vorrat an Wein unten im Keller anschaffen und alles, was nachher irgendwie über 50 ist oder so, mal gucken. Oder über die Anzahl an Fässer, die wir haben, das verkaufen wir dann erstmal, damit wir einfach ein bisschen an Geld kommen. Genau, wir wollen bei Pierre vorbeischauen. Hallihallo. Der hat nämlich hier noch so ein super Katalog für 30.000. Den werden wir bei uns ins Haus stellen. Und dann werden wir mal gucken, was wir da so für einen schönen Boden aussuchen. Das Wohnzimmer sieht nämlich sehr grausam aus gerade in dem Blau. Da hat Penny sich ein bisschen dran versucht, aber ja. Uns gefällt es nicht. Was soll man machen? Können hier nochmal gucken. Was hast du denn im Laden so? Können wir uns nochmal einen Birkenbeistelltisch holen? Ein modernes Bücherregal? Ja, warum nicht? Eine blaue Couch, da bräuchten wir nochmal eine zweite. Eine haben wir nämlich schon. So, und der hier kostet 200.000. Ja, da können wir ein bisschen drauf hinsparen. Können wir uns dann auch mal holen. Können wir allerhand geschnitzte Feuerschale. Mit dem können wir nämlich allerhand Möbel einfach bequem aussuchen. Brauchen wir uns dann keine Sorgen machen. Ja, wir gucken mal, was wir sonst noch so bauen könnten. Ja, eigentlich nichts. Eigentlich haben wir so ziemlich alles gebaut. Bis auf die Mühle, die würde ich irgendwann nochmal gerne bauen. 4 Stoffe brauchen wir dafür. Und ja, ein Fischteich vielleicht auch nochmal. 50 Steine, 150 Holz. 4 Stoffe. Ne, bewegen wollten wir nicht. Ja, man kann leider nicht gucken, wie groß das ist. Holz, Stein und Stoff. Wir gehen mal gucken. Vier Stoffe haben wir schnell zusammen. Und dann können wir zumindest unseren Reis, den wir gelagert haben, mal ein bisschen weiter verarbeiten. Und gucken mal, was da so bei rauskommt. So, Stoffe. Brauchen wir die Stoffe? Die haben wir hier. Okay, da brauchen wir nur einen. So, 50 Steine. Die nehmen wir mit. Da haben wir 50 und ja, 150 Holz. Die nehme ich jetzt nicht einzeln mit. Da nehme ich einfach mal alles mit, was wir da haben. Das können wir dann gleich wieder in die Truhe packen und dann ist gut. Und wenn wir schon mal oben sind, geben wir gleich mal eine gefrorene Träne bei Sebastian ab. Den müssen wir noch ein bisschen beschenken. Und dann können wir den Rückweg durch die Stadt nehmen und dann ja, machen wir uns auf die Suche nach den restlichen Leuten. So, Hofgebäude errichten. Wir gucken mal. Die Mühle, wie groß ist denn die? Die könnten wir vielleicht hier sogar irgendwie hinstellen. Warum nicht? Können wir notfalls immer noch mal ummodeln. Ja, wird morgen früh mit der Mühle anfangen. Sehr cool. So, wie sieht es mit Maro aus? Haben wir da schon volle Herzen eigentlich? Clint müssen wir noch beschenken. Maro haben wir auch noch nicht voll. Also, bitteschön. Das ist ein super Geschenk. Ich danke dir. Kein Problem. Wenn du irgendwo extra Metall übrig hast, ich könnte es immer für eines meiner Projekte gebrauchen.
Aber nur, wenn du es nicht selbst brauchst. Ja, da hätten wir auch mit Sicherheit den Eisenbahn geben können. Wäre sie, glaube ich, auch mit happy gewesen. Gucken hier mal, ob Sebastian hier irgendwo am See gerade steht. Jo, da ist er. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Wie spät ist es? Ich habe letzte Nacht zu viel geschlafen. So, Shane und Kent mögen Weintrauben. Da werden wir nochmal gucken, ob wir die loswerden. Und Alex kriegen wir mit der Orange. Und Willy mit dem Pfirsich. Das sind noch die, die wir auf jeden Fall abfrühstücken sollten. Gucken mal, ob Alex hier ist. Ja, der trainiert gerade. Ist ein bisschen schade, ich würde gerne noch mit ihm sprechen, damit wir auch die Punkte mitnehmen. So, gucken wir mal nach Kent. Der steht oft hier hinten. Hey, also das ist ein wirklich großartiges Geschenk, danke. Ich habe viele Freunde im Kampf verloren. Das Traurige ist, dass ich mich nicht einmal an ihre Gesichter erinnern kann. Ja, das ist wirklich traurig. Hättet ihr mal ein paar Fotos machen sollen. Das ist großartig, danke. Ich habe Mani und Jess ins Herz geschlossen. Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen, aber es fühlt sich irgendwie an wie eine Familie. Ich hatte als Kind nie wirklich eine Familie. So, dann einmal runter zum Strand. Dann gehen wir da den Pfirsich bei Willy ab. Und übrigens, sein Hinterzimmer wollen wir nochmal begutachten. Genau. Strand räumen wir dann auf dem Rückweg leer. Bitteschön. Das sieht großartig aus, vielen Dank. Manche Fische kommen und gehen mit den Jahreszeiten, manche kommen nur bei Nacht oder im Regen raus. Genau, das wissen wir auch schon. Oh, und das ist ein schönes Schiff. Nanu, was ist denn das? Tja, das ist meine alte Lady. Ei, ein trauriger Anblick, nicht wahr? Sie war das Boot meines Vaters, hat ihn über 50 Jahre lang gut gedient. Aber jetzt kann sie sich kaum noch über Wasser halten. Ich würde sie selbst reparieren, aber ich habe nicht die richtigen Materialien, Bursche. Ei, 200 Stück Hartholz zum Flicken des Rumpfes wären ein guter Anfang, haben wir. Aber wir müssen auch den Fahrkartenautomat wieder in Gang bringen und den Iridium-Anker reparieren. Oh, ich ahne Böses. Wenn ich die richtigen Materialien in die Hände bekäme und das alte Mädchen reparieren könnte, nun, dann könnte ich sie auf die Ferninsel bringen. Vulkanische Insel voller seltsamer Papageien, sagt man. Ich würde gerne helfen. Ei, das dachte ich mir, Bursche. Ich lasse diese Tür für dich unverschlossen. Du kannst die Materialien vorbeibringen, wann immer du willst. Ja, gucken wir mal, was er denn genau braucht. Also 200 Stücke Hartholz, wissen wir schon. Das haben wir auf jeden Fall. 5 Iridiumbarren. Ja, das haben wir leider nicht. Aber 5 Batterien haben wir auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, 5 Batterien. Was können wir bei ihm noch so kaufen? Ein paar Köder vielleicht nochmal. Zack. Und Aquarien und ein Angler-Doppelbett, das brauchen wir aber nicht. Ja, ich würde gerne die Köder hier nochmal in die Angel hauen. Zack. Damit wir da ein paar drin haben. Ja, cool. 5 Batterien haben wir auf jeden Fall auch. Ja, Iridiumbarren ist mal wieder das große Problem. Aber ich würde da gerne noch ein bisschen auf Jade sparen, beziehungsweise auf ja, Treppen. Sonst werden wir einfach nicht nach unten kommen. Das werden wir alleine mit Bomben nicht schaffen, glaube ich. Ich habe es noch nicht versucht. Ich habe es bisher immer mit den Treppen und Bomben in Kombination gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Okay, das kennt Gunther alles schon. So, lass uns kurz gucken. Clint, was mochte Clint denn nochmal? Auch Orangen, das trifft sich gut. Der hat, glaube ich, sogar noch offen.
Nee, bis 16 Uhr. Schade. Okay, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen warten. Bis er in die Kneipe geht. Wen brauchen wir sonst noch? Kent haben wir zwei Geschenke gemacht. Denen geht es allen gut hier. Sebastian machen wir dann beim nächsten Mal. Und den Zwerg müssen wir halt nochmal ordentlich beschenken. Sandy, Mark, Edelwicken. Da müssen wir auch nochmal rausfinden, was sie sonst noch so mag. Die Edelwicken gehen langsam zur Neige. Da werden wir die restlichen wahrscheinlich bei Maru loswerden. Okay, da ist Alex. Was war mit Alex? Hatten wir ihn jetzt schon voll? Gerade mal. Tatsächlich, brauchen wir auch nicht mehr. Alles klar. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Ja, Clint würde ich dann heute Abend vielleicht nochmal beschenken, dass wir dann nochmal in die Stadt kurz gehen. Jetzt werden wir hier erstmal ein paar Sachen los. Die Korallen, den Gelee, die Miesmuschel, die Haselnuss. Ja, Glasscheiben können auch weg. Können wir mal gucken, was wir für einen so einen Eisenbarren hier bekommen. Ich glaube, das war auch nicht allzu viel. Und dann dekorieren wir vielleicht das Haus schon mal ein bisschen um. Das wäre doch mal eine Maßnahme. So, der passt hier nicht mehr rein. Nehmen wir mal die Tintenfischtinte mit. Die haben wir, glaube ich, draußen in einer der Kisten schon liegen. Können wir die Sachen auch hier platzieren? Oh, das passt doch gut hier hin. Ja, damit die verschiedenen Tapeten. Dekoriert die Wand eines Raumes. Oh, eine Sterntapete ist eigentlich auch cool, ne? Komm, nehmen wir die mal mit. Und ja, hier, das ist die stinknormale Tapete. Machen wir vielleicht erstmal wieder so. Huch. Ja. Passt doch. Sterntapete würde ich dann hier oben mal ranmachen. Ups. Nee. Das sieht nicht aus. Das sieht viel zu wild aus. Ich glaube, da muss echt die blaue hin. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Diese blaue mit so ein bisschen Funkel. Das war doch ganz hübsch. Zumindest fürs Kinderzimmer, nicht für unser Wohnzimmer. Da ist sie. So, vielleicht können wir auch unsere Räume hier noch ein bisschen ändern. Die brauchen wir sogar zweimal. Wollen wir mal gucken, ob das hier ein bisschen besser passt. Für eine Küche sieht doch ein bisschen schöner aus. Das würde ich sogar so lassen hier. Mit den zwei unterschiedlichen Böden. Was ist, wenn ich... nee, das würde ich auch so lassen hier. Das ist ja der Zwischengang. Da unten können wir nochmal ändern. Meine Güte. So, ja, das sieht doch viel, viel besser aus. Mit dem Boden müssen wir halt nochmal gucken, was wir da nehmen. Müssen wir halt hier auch nochmal gucken im Wohnzimmer, was man da nimmt. Da wäre vielleicht ein flauschiger Teppich ganz schön. Oder ein flauschiger Teppich auf jeden Fall für Schlafzimmer. Können wir vielleicht auch die nehmen für Schlafzimmer schon mal. Oder die. Weiß ich noch nicht. Ja, den Boden würde ich dann da erstmal so lassen. Was haben wir denn hier so Schönes? Ist alles nicht so berauschend irgendwie.
Den könnten wir oben für das Schlafzimmer nehmen. Den vielleicht für das Kaminzimmer hier. Den vielleicht fürs Wohnzimmer. Gucken wir mal. Ja, könnte man nehmen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Da brauchen wir aber für den Zwischengang jetzt hier noch was. Das geht also nicht. So, nehmen wir dann noch mal. Das ist doch gemütlich, oder? Aber jetzt gefällt mir das mit den Kacheln hier nicht mehr so. Wollen wir vielleicht mal gucken, ob wir da auch den Steinboden einfach hinballern. Kann man ja sonst auch wieder umändern. Ich meine ja nur. Wir machen das uns schon schick hier. Ja, doch, kann man machen, oder? Kann man machen. Ich würde aber das Aquarium vielleicht sogar noch mal umstellen. Oder nee, ein kleines vielleicht für hier noch mal kaufen. Das könnte man machen. So, hier würde ich dann mal versuchen, das ranzumachen. Vielleicht, das ist ein bisschen heller. Passt dann besser zur Einrichtung. Da haben wir noch mal einen zweiten geholt. Ach so, das passt nicht wegen dem Katalog jetzt hier, ne? Wegen dem Kalender. Das Möbelstück kann hier nicht platziert werden. Warum denn nicht? Das geht auf der anderen Seite doch auch. Ah, okay, ich verstehe, weil man sonst hier nicht mehr reinkommt. Man muss ja auf einer Seite ins Bett reinkommen. Okay. Packen wir die mal hier hin. Das sieht ja auch blöd aus. Nee, gut, dann müssen wir das auf einer Seite lassen. Nützt nichts. Hatte ich jetzt gar nicht so auf der Pfanne. Ja gut, den lassen wir dann einfach dastehen. Hier nochmal ein Bücherregal. Nö, das können wir vielleicht mal. Ne, da oben passt das auch nicht hin. Wegen der Lampe. Können das vielleicht nochmal tauschen hier. So. Genau, so kann man es machen. So, und die Couch packen wir dann hier auf die Seite. So, das sieht doch nett aus. Machen wir vielleicht so. Ja, das sieht besser aus. Schön. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu platzieren? Nö. Ja, unten den Raum kann man natürlich auch noch mal ändern. Aber ich finde, das soll es eigentlich so erstmal sein. Hier oben den Raum können wir auch noch mal ein bisschen freundlicher gestalten eigentlich. So, hier kommt der Jade rein. Ja, cool, Leute. Da wird doch schon mal ein bisschen was verändert. So, jetzt können wir das Holz hier wieder reinlegen und hier diese Tinte eben. Hatten wir das denn drin? Ich hatte das doch hier irgendwo gesehen. Da. Tintenfischtinte. Ist natürlich blöd, wenn man das in mehreren Kisten irgendwo hat. Dann nimmt das nur Platz weg. Können wir den Harz nochmal reinlegen. Und hier das Stück Kohle brauchen wir auch nicht im Inventar. So, die Brombeeren können wir verkaufen. Den Rest behalten wir erstmal. Und runter in den Keller wollte ich nochmal. Da lagern wir dann erstmal den Wein. So, Brombeeren können weg. Zack. Ja, nice. Ich glaube, den Keller kann man bestimmt auch noch ändern hier. Das sieht da echt schäbig aus sonst. So, wir packen den Wein hier mit rein. 30 Stück haben wir. Mehr als genug, um die nächste Ladung hier zu machen. Ja, und dann gucken wir uns. Oder nee, das machen wir jetzt nochmal schnell. Mal den Boden. Die Wand meine ich und den Boden, vielleicht für unten. Sieht dann auch wie ein Keller aus. Bin mal gespannt, ob das klappt hier. Ja, klappt natürlich nicht.
Boden auch nicht. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das hier so schäbig aussieht. Ja, ein Keller muss ja nicht immer so aussehen. So, schmeißen wir weg. Gut, dann geht's ab ins Bett und wir gucken, was der Tag gebracht hat. Ja, diesmal war nicht ganz so viel los. 180 gibt es hier für einen Eisenbarren. Ist auch nicht sonderlich viel. Ja, nicht mal 20.000 haben wir gemacht an dem Tag. War jetzt nicht so erfolgreich. Aber gut, besser als gar nichts. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal.